Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Bericht der 8 internationalen Expertinnen und Experten zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie liegt seit vergangenem Jahr vor. Er zeigt, dass die Anstrengungen für die Umsetzung einer Nachhaltigkeitspolitik in Deutschland in vielen Politikbereichen deutlich gesteigert werden muss. Die Verankerung des Nachhaltigkeitsgedankens in den verschiedenen Politikbereichen des Deutschen Bundestages ist eine zentrale Aufgabe, wenn wir die Verantwortung für die zukünftigen Generationen wahrnehmen wollen. In dem Bericht wird klar formuliert, dass jede Verarbeitung fossiler Rohstoffe weitere Treibhausgase freisetzt und die Funde neuer Quellen fossiler Rohstoffe die Begrenztheit des Planeten Erde nicht aufheben können. Ich hoffe, dass der Parlamentarische Beirat es in dieser Legislaturperiode auch schafft, daraus eine gemeinsame Forderung für eine schnelle Dekarbonisierung der Energiepolitik zu entwickeln. Ausdrücklich unterstützen wir alle Anstrengungen und Anregungen für ein Kohleausstiegsgesetz und den schnellstmöglichen Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverstromung. Ich hoffe, dass die Diskussionen im Parlamentarischen Beirat dazu beitragen können, den Forderungen der Kohlelobby eine Gegenposition für den schnellen Ausbau regenerativer, dezentraler Energieerzeugungsanlagen entgegenzusetzen. Auch die Alternativen, zwischen denen es weltweit im Energiesektor zu entscheiden gilt, werden im Expertenbericht besonders kritisch gesehen. Ausdrücklich erwähnt wird im Bericht Fracking. Und das finde ich sehr bemerkenswert, vor allen Dingen vor den Hintergründen, dass die Bundesregierung plant, ein Fracking-Ermöglichungsgesetz jetzt auf den Weg zu bringen. Ich denke, der Bericht hat da eine klare Antwort gegeben. Eine nachhaltige Energiepolitik muss in den nächsten Jahren die Grundlagen für eine dezentrale Energieerzeugungs- und Verteilungsstruktur schaffen. Die bisherige Politik der Bundesregierung wird dem nicht gerecht. Die Entscheidungen der letzten Monate schreiben die zentralisierten Strukturen mit Großkraftwerken fort und müssen grundlegend verändert werden. Die Linke fordert die Stärkung dezentraler, demokratischer Strukturen in der Energieerzeugung. Sehr geehrte Damen und Herren, mit der Forderung an die Europäische Kommission, die europäische Nachhaltigkeitsstrategie fortzuschreiben, kann der Deutsche Bundestag dazu beitragen, die Fixierung der EU-Kommission auf die aus unserer Sicht falsche Ausrichtung der Strategie Europa 2020 zu verändern. Die Fraktion Die Linke sieht in der einseitigen Fixierung der EU-Kommission auf den Ausbau von transeuropäischen Netzen in der Verkehrspolitik, der Energiepolitik und der Infrastrukturpolitik eine falsche Entwicklung. Die Kommission setzt mit der Strategie Europa 2020 auf eine einseitige Wachstumsfixierung durch konventionelles Wirtschaftswachstum. Damit wird die EU-Kommission die Ziele zur Reduktion der klimaschädlichen Treibhausgase nicht erreichen, ebenso wenig wie einen Umbau der industrialisierten Agrarindustrie. Sehr geehrte Damen und Herren, die grundlegende Verankerung des Nachhaltigkeitsgedankens als zentrale Querschnittsaufgabe der Politik muss aber auch im Deutschen Bundestag verwirklicht werden und weiterentwickelt werden. Die angestellten Überlegungen dazu finden unsere ausdrückliche Unterstützung. Mit dem Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung ist eine erste Grundlage für die Verbesserung der Nachhaltigkeitspolitik im Deutschen Bundestag geschaffen worden. Das begrüßen wir ausdrücklich. Wie mir berichtet wurde, weil ich ja selber nicht Mitglied im Beirat bin, herrscht dort eine sehr konstruktive Arbeitsatmosphäre und der Versuch, trotz zum Teil sehr unterschiedlicher Politikvorstellungen gemeinsame Lösungen zur Stärkung des Nachhaltigkeitsgedankens voranzubringen, dürfte etwas Besonderes, auch für den Bundestag sein. Insofern auch im Namen meiner Fraktion herzlichen Dank für die geleistete Arbeit im Beirat. Vielen Dank. Nächster Redner ist Carsten Träger, SPD-Fraktion.